Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Tomb Raider. Remastered oder so. Sams Tasche. Jo, und wir gehen da mal runter. Wir gucken, was denn dort drin ist. Ich glaube, der Sie ist nicht müssen mehr hier gewesen hier. sein. Ja, das er. Wir waren im letzten Part in einer Höhle, stecken geblieben zuerst. Kam ja schon so auf die Welt, würde ich mal meinen, oder mussten so anfangen. Und scheinbar hat das Pausemenü immer noch was gegen mich. Ist hier was? Scheinbar nicht. Höchstens das Pausemenü, was streicht. Ja, wow, 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 leck mich! Fett, das tat doch weh. Suchen Sie Zuflucht vor dem Unwetter. Okay. Tun wir doch glatt. Glatt, ich setze dich schachmatt. Oh yeah, scheint, als hätten wir was gefunden, um zu rasten. Boah, stimmt. Tut mir leid, manchmal, was ich so rede oder wie ich anfange oder wie ich Parts beende. Manchmal, wenn ich mir die Parts ansehe, muss ich mir manchmal auch so einen Kopf Hört dich langen. irgendjemand? Bitte antworten. Scheint mir tot zu sein. Also, die Leitung. Ich glaube, da ist niemand auf deiner Frequenz, meine Gute. In deinem Streichholz. Wenn du das verkackst, hast du keine mehr, ne? Das Einzige, was ich blöde finde an diesem Spiel, ist, dass es nur speichert, wenn wir in einem Lager sind. Das heißt, ich bin immer dazu verpflichtet, in einem Lager praktisch aufzuhören. Sonst habe ich ein Problem. Oder eben, ich mache eine Season und so eine Session. Bis, ja. Bis ich zu einem solchen Punkt komme. Außer wenn ich gerade kann ich Schnellreise sicher zu einem Lager machen. So viel weiß ich auch wegen Domtendo. Der Let's Play ja auch gerade. Er hat, glaube ich, den fünften Pla Part gerade hochgeladen. Ist auch sehr ein talentierter Let's Player. Hey, Pausemenü. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman.
Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da tatsächlich... Genug. Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Cool. Was mache ich bloß hier? Und bis jetzt hat sich das Menü noch nicht gemeldet. Finde ich klasse. Nur scheint mir der Kameramann manchmal auch kalt zu haben oder so. Weil. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Es verwackelt. Ich muss etwas zu essen finden. Es verwackelt gerne. Okay, hier ist schon mal ein Reh. Ja, ey, kaum sind wir aus dem. Ey, dann will ich gerne Vollzeit-Videos. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Oh ja. Können wir hier hoch, wenn wir Doppelsprung machen? Auf jeden. Dann können wir hier hoch. Lalala. Nee, nicht runterfallen. Ich bitte dich, Kleine. Ich schaff das. Ich hoffe doch mal. Wenn er genau zu uns rüberkommt. Ey. Komm nochmal. Nochmal, wenn er zu uns rüberkommt. So. Ich wollte gerade sagen. Ja, nee, ist klar. Musste ja so kommen, aber immerhin nicht gerade verletzt oder so. Aber tut das nicht weh noch von vorhin? Die sollte das eigentlich mal behandeln lassen. Provisorischer Langbogen. Weiß ich nicht, was Ding noch funktioniert. Jo, sehen wir gleich. Erinnere dich an das, was du von Wort gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Okay. Der Schlüssel für jede Waffe. Konzentration. Das weiß ich. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Das werden wir. Keine Sorge. Da ist unser Essen schon. Sobald es mal still steht. Ich möchte es nicht gerade so töten. Also, ich verfehle sonst sicher. Es war voll in den Kopf, das habt ihr jetzt alle gesehen. What the fuck? Ist das ein Stahl-Ding? Ah, ne, nur noch ein einziger Schuss. Verdammte Kacke. Ich wollte schon sagen, ne? Das gehört jetzt mir. Hey, der ging voll in den Kopf und nö, nö, hä? Entschuldigung. Und der traf ein bisschen. Ja, ist klar, ist klar. Mhm. Der traf höchstens durch die Nase, davon wäre er noch davon gelaufen. Aber vor allem mitten durch den Schädel oder so. Das hätte kein Reh der Welt überlebt. Aber ja, du musst es halten, genau. Und ausweiden überhaupt. Wunderbar, Fähigkeit erhalten. Zurück zum Lager. Müssen wir das? Müssen wir.
Wo ist der Scheißfluss? Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ich versuch's gerade, Mr. Hottelspottel oder wie man dich nennen soll. Hä? War hier was? Aha. Hä, wie nimmt man das? Ach so, Viereck. Okay. Dann habe ich wieder 3 Pfeile. Ich brauche jetzt eine Karte, ne? Irgendwie bin ich zu weit nach unten gekommen. Wollte ich jetzt so nicht. Ich wollte eigentlich nur mit euch zurück ins Lager ohne viel Tram-Tram. Hi, hi. Machst du das eigentlich dasselbe nochmal, wenn ich nochmal ein Tier töte? Ja, ich bin hier schon dran, ne? Oh, nochmal Pfeile. Cool. Nee, warum mache ich? Komm. Ich muss dann, glaube ich, hier lang. Sterne zu lesen bringt hier gerade nichts. Es hat keine Sterne. Yo, hier ist das Lager. Tada! Yo, verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay. Moment haben. Oh, Überlebenskunst. Verbessertes Bergen. Okay, dann meistere ich zuerst mal das hier, tierische Instinkte. Wir müssen immer Essen suchen können. Immer. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld, es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich an Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Und wie ist die? Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Und wo ist hier? Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen und lass das Funkgerät an. Okay. Und yo, ich würde mal sagen, das wäre der Anfang. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Das wäre dann mal... ach so, da oben. Aber ich... Ja, nee, der Musik gehen wir jetzt heute nicht mehr lang. Würde sonst nicht mehr reichen, ganz ehrlich. Vor allem wegen den Speicherpunkten. Hey, endlich! Sie haben es eingefügt, dass der Mensch selbst nass wird. Wenn die das jetzt... War die im Wasser danach nass? Das habe ich mich jetzt nicht geachtet. Müsste ich nochmal nachgucken. Weil hier ist sie nass. Cool, dass man das auch mal sieht. Echt neues geiles Setting, auch mit der Aussicht, ohne gleich zu sterben hier. Sieht echt genial gemacht aus. Ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, ihr euch auch. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Tomb Raider. Tiddlö!